Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Phoning Home mit unserem kleinen süßen Ion. Und da hat jemand Hunger. So, wir sind auf der Suche nach Ferron. Wir brauchen Ferron. Einmal brauchen wir den nur. Irgendwo wird der sich doch hier finden lassen. Das waren diese Metallrückstände, die hier irgendwo rumliegen. Da haben wir noch eine Wurzel. Kommen wir an die ran? Wurzeln haben wir nämlich, glaube ich, auch keine mehr. Ich hoffe, der lässt mich so weit da ran. Alles gut, alles gut. Da ist er. Okay. Ich will nur die Wurzel hier, alles klar. Nur die Wurzel. Und das hier können wir uns ja auch gleich mitnehmen. Okay, und weg hier. So, Ferron. Schmetterlinge. Auf der Karte sieht... Doch, da ist Ferron. Da auf der Karte geradezu. Dann können wir uns eine Gun basteln. Und dann müssen wir uns noch die anderen Sachen zusammensammeln für... Oh, guck mal, da ist noch mehr Ferron. Können wir hier gleich mal abgrasen. Und hier so ein mega fetter Baum. Ne? Oh. Ey, Schmetterling. Was geht? Okay, Keimlinge sind full. Ah, hier haben wir richtig gute Vorkommen. Alles Mögliche hier am Start. Da. Na komm, mach mal. Okay, müssen wir von hinten rum. Der Ion so ein paar Probleme hier gerade. So, dann sammel mal ein, was du hier hast. Wo ist denn das Ferron? Irgendwo. Hier soll es doch sein. Da oben. Da liegt's. Zack. Sehr gut. Dann können wir uns den Schalter herstellen. Oder die Schaltkreise. Und dann können wir uns hier den Protonstrahler. Eine Feuerwaffe. Sehr gut. Der einen starken Protonstrahl abfeuert. Benötigte Ladung. Ja, okay, die machen wir uns dann noch. Photonstrahler komplett. Überlebenschance auf annähernd 6,2% angestiegen. Ja, nice. Läuft bei uns. Okay. Energiezelle, brauchen wir die dafür? Benutze Energiezellen, um deinen Ladezustand zu erhöhen. Erneut 30% der bei Nutzung von Ausrüstung verbrauchten Energie. Mhm. Okay, so, warte mal, was brauchen wir denn jetzt hier erstmal? Nochmal, erstmal müssen wir den hier herstellen, da brauchen wir, oh Gott, diese Dinger, Kubus. Und nochmal Ferron, Ferron haben wir hier, Kubus, keine Ahnung, wo wir Kubus herbekommen. Samen sind übrigens im Prinzip biologische Bomben, einige enthalten komplette Bomben. Ja, das hatten wir ja. Schon gelesen gehabt, die bösen Keimlinge. Oh, 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 ich habe nicht mehr so viel Energie. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Guck mal, der haut dann so nach oben ab. Der Schisser. Okay, wir sollten mal zusehen, dass wir unsere Energie ein bisschen aufladen. Oh, guck mal, da oben. Da haben wir wieder so ein... So ein Beacon. So, warte mal, ich muss jetzt wirklich erstmal Treibstoff, nein, hier sowas herstellen. So, hau rein hier. Jo, 85 sieht schon besser aus. Guck mal, hier haben wir wieder so ein Beacon. Damit konnten wir doch auch irgendwas machen, ne?
Okay, warte mal. Treibstoff können wir uns auch nochmal herstellen. Zweimal. Dann können wir nämlich wieder ein paar Keimlinge aufnehmen. Oder Keime. Ja, doch, Keimlinge. So, wie kommen wir da hoch? Oh Gott, ich muss niesen. Moment mal. So, einmal durchgenießt. Und hoch hier, Ion. Vorsicht, Vorsicht. Da konnten wir doch unser Portal irgendwie mit aktivieren, ne? Kristall haben wir noch genug. Aber hier ist Ferron. Irgendwo ist hier Ferron. Eine weitere tote Funkstation. Vielleicht finden wir irgendwo eine, die noch funktioniert. Oh, drei Stück Ferron. Immer noch zu erledigen. P1 um Hilfe bitten. Jo, P1, unser Heimatplanet. Erstmal müssen wir aber retten, 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 retten. So, und dann Kubus. Wo kriegen wir denn jetzt Kubus her? Silizium in einer kubischen Molekularstruktur. Wo soll ich das denn jetzt herbekommen? Wo geht's hier hin? Oh, heiß, 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 heiß. Wo geht's hier hin? Aha, aha. Müssen wir vielleicht für Kubus? Er meinte doch irgendwas mit an den Bäumen wachsen komische Früchte. Wachsen denn Kubusse da drauf? Vorsicht. Oh, wo? Feuerwerk. Yay. Yeah. Oh. Bisschen zu enthusiastisch gewesen. Dann werden wir mal diesen Pilzbaum da erklimmen. Ferron. Sehr gut. Ferron, Ferron, Ferron. Hier ist irgendwo noch da. Ah, da liegt noch einer. So, diesen Pilzbaum erklimmen. Vielleicht kriegen wir da oben irgendwie diese Kubusse her. Mal schauen. Sieht momentan immerhin recht gut aus, was unsere Ressourcen angeht. Es sind auch immer mehrere, ne? Das ist immer sehr gut. So, wir hauen uns mal nochmal einmal Treibstoff rein. So, wo war denn jetzt dieser Pilz da, ne? Geradezu. Das ist dieser riesige Pilzbaum. Dann machen wir uns dahin mal auf den Weg. Was ist das da? Ah, Crystal. Crystal. Meth. Was? Hört sich an wie eine Kuh. Hat sich angehört wie eine Kuh. Oh, guck mal, da kommt schon wieder ein Komet. Oh, Feuerwerk. Da. Yay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, die erschrecken mich aber auch immer total. Hört mal auf. Ja, ja, alles gut. Chill mal. So, warte mal, wenn wir jetzt hier unseren Ding hier nehmen, wie können wir damit schießen? Oh, oh, Alter, Ion. Geh voll ab. Soll ich mal auf den schießen? Nein, warum? Er steht da einfach nur da. Ich lasse ihn erstmal. Erstmal brauchen wir Kubusse. Kubusse, Kubusse, Kubusse. Vielleicht diese komischen fetten Pilze, die da unten sind? Könnten das Kubusse sein? Ich glaube eher nicht. Keine Angst zeigen. Er bleibt da, okay. Schauen wir mal, ob wir da Kubusse bekommen. Oder kriegen wir die bei dir? Nee, ne. Komm, wir gucken uns erstmal diesen Pilzbaum da jetzt genauer an. Ob der uns Kubusse gibt. Noch mal ein bisschen düsen.
Dafür sind sie ja da. Schaffen wir das denn da hoch? Sieht so aus, ne? Als wenn es so eine Art Jump'n'Run wäre. Gucken wir uns erstmal drin um. Okay, Aion, vorsichtig. Ist nur die Frage, wenn ich da einmal einen Abgang mache, dann war es das, glaube ich, mit dem kleinen Aion. Oh, und da fliegt er. Vorsicht. Okay, sehr gut. Und weiter. Ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache? Ich bin halt aber auch so neugierig. Ich will schon gerne wissen, was da oben ist. Komm hoch hier. Ah, nein, 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 nein. Deine Integrität ist gefährlich niedrig. Sofortige Reparatur notwendig. Aion, Aion. Was hast du getan? Oh mein Gott. Vielleicht brauchen wir, um darauf zu kommen, erstmal hier diesen erweiterten Thruster. Hier gibt es noch was, ne? Hybrid Thruster. Das kann natürlich auch sein. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Feuerwerk. Yeah. Um den kleinen Rabauken hier. Seltsam. Fühlst du irgendwas? Irgendeine Induktionsladung vielleicht? Ich erkenne hier nichts. Ich habe mehr über diesen schwarzen Rückstand rausgefunden. Ah. Du kannst es in der Dokumentation nachlesen. Okay. Das machen wir später. Wo kriegen wir denn Kubusse her? Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie wir uns mit dem hier schlagen. Und was ist das hier? Dieses... Greift er uns an? Nee, der kreist nur. Was haben wir denn hier? Einfach nur ein Pilz. Dicker, fetter Pilz. Hi, du. Ich müsste da mal hin. Darf ich? Okay, er tut mir momentan noch nichts. Wir sammeln mal auf hier eben. Da ist ein Portal eben, genau, bei ihm. Guck mal, hier hat er seine Eier, ne? Jetzt sind wir hier bei seinen Eiern, das so gut ist. Alter, mach keinen Scheiß, sonst baller ich deine Eier ab. Okay, er greift uns an. Mir voll leid für ihn, aber ich muss da lang. Geschwindigkeit kostet Energie. Deine Akkus sind unter 75% gefahren. Früher oder später musst du sie aufladen. Kriegen wir den da hoch? Jetzt haben wir ihn vertrieben. Komm schnell. Okay, wir haben ihn nur vertrieben. Er lebt noch. Alles gut für ihn. Da oben. Da müssen wir rein. Ich habe jetzt mit den Akkus nicht gerade richtig zugehört. Was ist denn das? Wo geht's denn hier lang? Lädt. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Andere Sphären. Wo ist denn die Kleine hin? Ja. Sind wir denn jetzt gelandet? Okay, wir sollten uns nochmal reparieren. Auf fremden... Na, es geht nicht, weil wir keine... Warte, können wir... So einen können wir uns herstellen. Ja. Meister des Antriebs. So, jetzt sind wir bei 70.
Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier? Ist hier hinter uns noch was? Ah, guck mal da, schwarzer Rückstand. Gesellschaft, Errungenschaft. Ah, ach! Na du? Wer bist du denn? Wenn du mich verstehst, habe ich einen Vorschlag. Das ist die Ani. Du bringst uns zurück zur Sister und ich erledige das Reden. Ani! Das ist Ani! Hallo! Hallo! Ah! Interface mit Ani. Integrität. Ah. Oh, müssen wir sie jetzt auch noch mit versorgen? Ach, Ani, kannst du mal was alleine? Okay. Oh, Ani! Wir sind nicht mehr alleine. Kommst du jetzt mit, Ani? Ja, gut. So, nimm mal mit hier. Mit C und F kann ich sie irgendwie. Warte mal, ich muss mal gucken. C. F. Ist wahrscheinlich passiv oder sowas. Müssen wir mal gucken dann. Komm erstmal mit Ani. Ach, du kommst hier gar nicht raus, ne? Weil du nur Rollen hast. Ah, wir müssen erstmal so ein Ding hier bauen, damit wir Ani da rausholen können. Okay. Da brauche ich aber immer noch Kubus dafür. Und dann müssen wir das Ding hier bauen. Damit können wir dann Ani da rausholen. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal Kubusse. Ani, wartest du hier? Ja, klar wartest du hier. Komm gleich wieder. Ich gehe mal auf die Suche nach Kubussen. Oh, wie süß. Wie so ein kleines Baby. So, aber wo kriegen wir jetzt hier Kubusse her? Wie sollen die aussehen? Wahrscheinlich wie ein Kubus. Oder müssen wir uns die irgendwie herstellen? Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, wo es da lang geht. Da rein. Oh Gott, ich hoffe... bam, bam. Das war voll aufs Maul. Was ist denn jetzt? Hä? Komme ich hier nicht hoch? Komm schon. Aion, streng dich an. Jawohl. Nein, er rutscht wieder runter. Aion, gib Gummi. Ist hier eine Alpha-Wand? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will da hoch. Ich hoffe, die kleine Ani wird nicht zu einer Belastung irgendwann, auch wenn es gemein klingt. Aber nicht, dass wir die Underwand irgendwo aus der Patsche helfen müssen. So, was gibt's denn hier oben? Gibt's hier Kubusse? Nee, hier ist auch nichts. Kubusartiges. Wo sind wir denn überhaupt? Voll der Canyon hier. Ist das hier? Hier ist irgendwas. Kriegen wir da Kubusse raus? Nö. Okay, wir haben hier überall diese... Können wir uns denn Kubusse herstellen? Warte mal, ich muss mal eben gucken. Kubus, Kubus, Kubus. Nee. Keine Kubusse. Also hierfür hätten wir schon mal alles. Wir brauchen echt nur noch diese Nanos. Und dafür brauchen wir Kubus. Das ist alles, was uns noch fehlt. Gott, und sie steht jetzt da ganz alleine irgendwo da hinten. Tut mir ein bisschen leid, aber... Ich kann ihr gerade nicht helfen. Aber hier... Geht's
auch nicht weit. Sieht so aus, als wenn das hier der Gang wäre, den wir dann mit ihr laufen müssen. Ich guck mal erstmal unten. Ich schaue mich mal unten. Oder konnte sie irgendwas herstellen? Habe ich da irgendwas gerade nicht gecheckt? Okay, Ion hier nicht. Das ist zu steil. Kubusse, Kubusse, Kubusse. Ich muss halt erstmal welche finden, damit sie mir auf der Karte angezeigt werden. Ich schalte ja schon Ausschau, aber ich sehe nichts. Upp, Vorsicht, Kleiner. Vorsicht. Okay, er nimmt immer keinen Schaden. Ich denke immer, er nimmt Schaden. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe er Schaden nimmt. Wirp, wirp, wirp. Können wir uns hier nicht irgendwie einen Kubus draus machen? Ion? Hier ist doch irgend. Das hat doch auch eine Bedeutung hier, oder? Es sieht so aus, als wenn man das irgendwie einsammeln könnte. Aber hiermit können wir nichts machen, ne? Nee. Damit können wir gerade nichts machen. Bist du ein Kubus? Du siehst nicht nach einem Kubus aus. Okay, wir gehen mal den Canyon entlang und gucken mal, ob wir da vorne irgendwie Kubus bekommen. Ist es das da? Nee, ist aber auch kein Kubus. Ach Gott. Dieses Bild da unten an der Seite, ne? Von ihr. Lass mich nicht allein. Warum kommt jetzt diese Musik? Keimlinge. Und keine Kubusse. Keine Kubusse. Aion, wo kriegen wir Kubusse her? Kriegen wir Kubusse von diesen Riesen? Wenn wir die Riesen tot machen? Ich will die nicht einfach tot machen. Die haben mir doch gar nichts getan. Die sind einfach nur da. Dafür kann ich sie ja wohl nicht bestrafen. Ich meine, ich bin hier der Fremde. Sie verfolgen uns ja auch nicht. Immerhin finden wir hier ordentlich an anderen Ressourcen, aber irgendwie nicht das, was ich brauche. Wo gibt's Kubus? Irgendwas habe ich nicht mitbekommen, glaube ich. Irgendwas scheine ich nicht mitbekommen zu haben. Liegt das an der Uhrzeit? 4 Uhr morgens? Nein, ich glaube nicht. Guck mal, da vorne, das sieht kubusmäßig aus. Oder? Aber ich muss husten. Entschuldigung. Keimlinge brauchen wir nicht, haben wir alles. Hier. Das sieht neu aus. Was haben wir denn hier alles? Alter. Alien-Schrottplatz. Erfolg bekommen. Aber echt mal. Kubusse. Oder? Nee. Okay. Das ist ein Alien-Schrottplatz. Wir haben hier alles Mögliche. Aber keine Kubusse. Alles außer Kubusse. Ah, Ressource identifizieren. Kategorisiert Kubus. Es wird benötigt, um stabilen Rostschutz und Schutzhüllen herzustellen. Sammle alles, was du findest. Kubus, da haben wir's. Da haben wir's. Sehr gut. Alles klar, ihr Lieben. Okay, dann haben wir Kubus. Dann können wir die kleine Arnie da nächste Runde rausholen. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz ins Logbuch, denn er hat über den schwarzen Rauch noch irgendwas rausgefunden. Schwarzer Rauch, schwarzer Rauch, schwarzer Rauch. Schwarzer Rückstand. Eine Aktualisierung. Scheint eine Art Metabolit zu sein. Was auch immer ein Metabolit ist. Ich habe keine Ahnung. Etwas, das, ach so, okay, etwas, das Tiere in Form von Urin, Kot
Oder Schweiß zurücklassen. Alter, und wir sammeln das ein? Das ist voll eklig, Mann. Es ist, was sie essen, aber nicht verarbeiten können. Okay, wir wissen noch nicht, welches Tier den Stoff zurücklässt, aber wir werden diesen Eintrag aktualisieren, wenn wir es herausfinden. Was wir bereits wissen, er hat ein elektromagnetisches Feld. Ja, das hat er uns schon mal erzählt, ne? Dass seine Polarität mit gewissen Mustern umschaltet. Das ist sehr hilfreich, weil es uns erlaubt, Schaltkreise herzustellen. Okay, also es ist voll eklig. Auf jeden Fall voll eklig, was wir da einsammeln. Irgendwie unverdaute Nahrung von Tieren. Wie auch immer. Stell Traktor her, machen wir. Das machen wir. Hier haben wir ja noch. Ach, hier über das Raumschiff, ne? Das PC 21 SST 391 Version 23 ist Produktions-ID des Bordcomputers des notgelandeten privaten Kreuzers. Die sind ja irgendwie, wie hießen die nochmal? Die Grünen? Greenpeace auf deren Planeten? Oh, da, die Oxys, genau, ein Oxys. PC 21 steht für die 21. Generation der privaten Kreuzer, ein Einheittyp, der für luxuriöse Weltraumreisen konzipiert wurde. Der Rest des Namens spezifiziert den Produktionsort, okay, so ähnlich wie bei uns, Produktionsort und das Erweckungsdatum. Aber ist auch krass. Eigentlich ist ja dieses PC, also dieses Raumschiff, ist ja eine Persönlichkeit, ne, die sich da rein transformiert hat. Hatten wir ja gelesen gehabt. Hier ist Aufgabe abgeschlossen. Ausrüstung, Attraktoren. Attraktoren ist in der Lage, einen kleinen bis mittleren, okay, das haben wir auch schon gelesen, zu bewegen, ja, Nanos, winzige Schaltkreise, elektromagnetische Strukturen beeinflussen können, Verrundung, ja, okay, ah, hier Cubus, Cubus ist ein natürlich, das war natürlich gewachsen, das war doch voll in so einem blauen Containern, oder? Natürlich gewachsene, kohlenstoffbasierende Nanostruktur, die auf manchen Planeten mit extremen Schwankungen des Schwerkraftsfelds entsteht. Als solche ist sie hilfreich bei der Produktion belastbarer Strukturen wie Rüstungen und Brücken, aber auch in elektronischen Geräten. So gewachsen sah das aber nicht aus. Hier haben wir noch die Energiezellen. Energiezellen lädt die Akkus. Das verstehe ich noch nicht ganz. Welche Akkus denn von... Was ist hier denn der Akku? Das verstehe ich noch nicht ganz. Fügt maximal Akkuladung hinzu. Achte immer darauf, ein paar auf Lager zu haben. Haben wir jetzt damit quasi umgeschaltet auf Solarenergie oder was? Verstehe ich noch nicht ganz. Na gut, ihr Lieben. Dann war es das erstmal für die Runde. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, wenn es dann wieder heißt Phoning Home und wir die kleine Ani retten. Ich muss mir den Namen noch merken. Ani und Ajon. Oh, guck mal, wie sie da sitzt. So ganz traurig. Ach Mensch, die wird sich freuen, wenn wir sie gleich befreien. Alles klar, ihr Lieben. Dann bis zur nächsten Runde. Bye, bye.